Moin moin meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone. Und wir zocken heute mal wieder mit dem Drachenkrieger und ja, in der letzten Folge mit dem Drachenkrieger, warte mal, wie lief es da mit dem Drachenkrieger? Ich glaube, mit dem Drachenkrieger haben wir beide Runden gewonnen gehabt, als wir das letzte Mal gespielt hatten. Von dem her bin ich ganz guter Dinge, dass wir vielleicht an diese Leistungen anknüpfen können. Und dafür nehmen wir auf jeden Fall mal die Karte nicht mit. Hinrichten nehmen wir auch nicht mit. Und ja, das ist ein gutes, das ist eine gute souveräne Anfangshand. Vor allem hat man so die Möglichkeit, ihn ganz am Start zu spielen. Eine gute Sache, also eine Sache, die okay, oh, sogar noch besser. Das ist ganz okay. Aber vor allem hat man die Möglichkeit, einen Spotter für den wütenden Berserker rauszuspielen, was ihn halt einen Schutz gibt, ne? Was gar nicht so verkehrt ist. Ja, das ist jetzt erstmal nicht so schön. Hätte mir schönere Dinge vorstellen können. Zack, zack. Ja, spielen mal den raus. Ja, ist okay. Wahrscheinlich würde er jetzt den Feuerball dafür einsetzen, um den zu besiegen. Ich bin mal stark von aus. Habt ihr das Artefakt? Oh ne, benutzt er nicht. Ich habe gerade keinen Drachen auf der Hand, ist somit scheiße. Ich werde das mal so machen. Zack. So, läuft. Haben wir schon mal einen 5-4er Barbo da. Negan. Ah, ich hoffe mal jetzt, dass er keinen Zauber hat dagegen. Aber wenn, wäre auch nicht so schlimm. Ja. Musste ja so kommen. Musste ja so kommen. Oh, weitere 3 Schaden in your face, bitch. Noch 2 Runden bis zum Kurator. Leider ziehen wir auch keinen Drachen. Das ist ein bisschen ätzend, Alter. Sonst hätten wir natürlich den Zwielichtwächter schon mal raushauen können. So ist es verschenkte Zeit, die wir Druck machen können. Das ist ganz gut. So reicht das vielleicht schon, dass er sich zu einem Flammenstoß überlisten lässt. Wenn nicht, kommt gleich hier Kurator, Mr. Kurator. Zack. Ja.
Ich weiß nicht, ob Mergel jetzt nur in diesem Deck drin ist, damit man den dann ziehen kann in diesen Fällen. Weil er halt der einzige Murloc ist, den man hier hat. Ich weiß sonst echt nicht, wozu Murloc hier... Gut, natürlich, man kann die Echsenmeisterfähigkeit bekommen, um Karten zu ziehen. Aber sonst ist ja die Kriegerfähigkeit schon die passendste zu diesem Deck. Aber sonst... Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das soll. Überleg jetzt gerade, klatsche ich den weg, oder? Ja, dann klatsche ich weg. Hiermit. Ganz easy. Mal nochmal den hier raus. Machen wir uns nochmal ganz entspannt ein bisschen Rüssi und dann 4 Schaden in die Fresse, passt. Immer noch 21 Leben. Boah, sieht nach einer souveränen Runde aus. Selbst mit einem Flammstoß ist er ziemlich im Arsch. Bringt ihm rein gar nichts. Ich wollte nur mal gucken, nur mal abchecken, was da vielleicht ist. Auch nichts. Okay, dann hat er das ja noch eine Runde länger überlebt. Da sollten wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Ja. Machen wir mal so. Zack. Das habe ich extra gemacht, damit wir ihn halt nächste Runde schon seine Kackfalle wegnehmen können. So, machen wir mal so. Also nochmal 2 Rüssi. Ja, es könnte noch gefährlich werden, wenn er jetzt halt... Kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was für eine Karte er natürlich mit Rafam sich geholt hat. Aber deswegen wollte ich Rafam weg haben. Nicht, dass er sich die krasse Rüstung geholt hat und die dann sich da Rafam bis sonst wohin aufpimpt. Ruft die 3-3 Zombie-Mumien herbei, ja. Hab ich fast mit gerechnet. Nicht anfassen. Ja. Das war klar. Einem Diener einen Schaden zu. Das können wir nur auf einen Diener machen. Den anderen Dienern einen Schaden zu. Machen wir nochmal. Ich würde sagen... Ja, den nehmen wir. Haben wir noch einen Spotter. Und nochmal jemanden, der zum... schnell wegnudeln hilft. Ach so, wenn er jetzt einen Flammenschuss hätte, wäre natürlich scheiße, ne? Wobei das immer noch nicht reichen würde ihm. Und er könnte seine Falle nicht ausspielen. Er hätte dann nur 9. Ja, er hat sowieso keinen Flammenstoß. Finde ich gut. Mal ein Magier, der auch den Mut hat, vielleicht ohne Flammenstoß durchzuziehen. Gibt ja wenige, die nicht so peinlich sind, da mit einem Flammenstoß rumzulaufen. Gut, haben wir gewonnen. Top Dingen. Also das Drachen-Kriegerdeck läuft weiterhin. Mal gucken, was die nächste Runde so geht. Gucken wir bis jetzt wieder packen.
Schlag in den Nacken. Yes, yes, yes. We can. Rexa. Lass die Jagd beginnen. Sieg oder Tod. Ja, die Anfangshand. Ja, nehmen wir so mit. Das ist gut. Das ist top. Alex Strassers Champion, gleich in der zweiten Runde. Dann haben wir noch die feurige Kriegsaxt. Falls er schon irgendwas draußen hat, können wir dann erstmal mit der Kriegsaxt agieren. Und dann die Runde später Alex Strassers Champion rausspielen. Ja. Machen wir so. Können wir direkt losnudeln. Arctic Drift. Kann ich Bedarf würfeln? Kann sich auf jeden Fall auf was gefasst machen. Weil so verkehrt ist unsere Hand nicht. Zack. Die nächsten drei Schaden kommen. Zack. Haben wir noch 24. Nächste Runde können wir den Affen spielen. Die Runde darauf den Zwielichtwächter. Top. Top Start. Bin gespannt, was von ihm kommt. Na gut, er versucht auf jeden Fall erstmal halt die... Alex Strassers Champion geht ihm schon zu sehr auf die Eier. Aber da kommt direkt der Affe hinterher. Wie nennt er sich überhaupt? Affe mit Waffe. Sieger, das ist mir noch nie aufgefallen. Affe mit Waffe ist auch... Habt ihr schon mal so einen genialen Namen gesehen? Affe mit Waffe. So, da denkt man sich doch, wer ist auf diesen Namen gekommen, Alter. Das ist wirklich wieder so richtig so besoffen, ausgedacht oder so. Vollkommen Banane. Zack, haben wir den auch weggeklatscht. Es geht weiter straight voran. Ach so, er hat irgendwie diese Karte eben hat. Allen Todesröcheln Kampfschrei ein. Todesröcheln. +1/+1 oder so, die er auf der Hand hatte, glaube ich. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Schlecht. Machen wir den nächsten Affen mit Waffe. Ich vermute mal, er wird da auf alle zwei Schaden liegen haben. Deswegen werde ich jetzt mal gucken, dass ich da ein bisschen... vorsichtiger bin. Das war klar, deswegen habe ich ihn auch angegriffen. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir uns zwischendurch ein bisschen Rüssi machen, weil sonst wird es gefährlich gegen ihn. Weil so mit Leben machen und so ist hier in dem Deck nicht so wirklich die Strategie. Ja, das ist scheiße nämlich. Das ist richtig scheiße. Ja, jetzt komm. Komm, Digga, mach. Lass mich ran. Die Frage. Ja, doch, der Kurator ist perfekt.
Wir können eventuell beide blocken, dadurch, dass er ja auch Spott hat. Perfekt. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Nicht anfassen. Hm. So, alles scheiße, ey. Wem steht noch der Sinn nach Abenteuer? So. Ach, mal gucken, was jetzt die nächste Runde geht. Och nö, ne? Scheiße. Du, meine Güte. Ja gut, das ist jetzt gar nicht so schlecht gewesen für uns. Ja, das war irgendwie voll dumm von ihm. Also ich verstehe die Strategie nicht, die er gerade gemacht hat. Weil es ist klar, was er da liegen hat. Das war ultra dumm. Ich mache jetzt einfach. Zack. Dann ist der weg. Zack. Ist der weg. Er kann nichts übernehmen von mir. Hat sich selber ins Knie gefickt. Ich bedanke mich dafür. Und... ich mache dann... warte, ich spiele den hier nochmal vorher. Gut. Es sieht trotzdem natürlich nicht so geil aus, weil wir keine Leben mehr haben. Aber... nee, es sieht eigentlich so scheiße aus, dass wir verkackt haben. Scheiße. Ich kann nicht. Warte mal, vielleicht kann er uns sogar retten. Kostet meine Klinge. Warte, jetzt kriegen alle nochmal Schaden und dann hat er... sich quasi gefickt, dadurch, dass er mir die Schaden gemacht hat. Guckt euch das an. Zack. Zack. Win. Boom. Alles andere wäre auch nicht verdient gewesen. Also für ihn wäre ein Sieg definitiv nicht verdient gewesen. So, Leute. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich finde, der Sieg war sehr geil. Schön, dass er im Endeffekt sich dann doch wieder selber gefistet hat. Obwohl ich mich fast selbst gefistet habe, weil ich einfach nicht... hätte meine Heldenfähigkeit aufgeben dürfen, weil die Rüstungen waren wichtig. Ich war schon viel zu low, um das noch zu machen. Naja, egal. Aber wir haben im Endeffekt gewonnen. Das ist, was zählt. Und ich würde sagen, bleibt stabil. Abonniert meinen Kanal, falls ihr mehr davon sehen wollt. Und gebt den ganzen Daumen. Und ich würde sagen, haut da rein!